Hallo und willkommen zurück in WoW und ja, wir machen hier irgendwelche Bonus-Sachen. Ich weiß immer noch nicht, wovon das überhaupt ein Bonus ist. Ich hau hier einfach mal die Jungs hier um. Befrei die Frostwölfe. Huch. Kommst du denn her? Kleiner Spring ins Feld oder was? Hilft dir aber auch nicht. So, dich tauen wir mal auf. Weiß zwar nicht, wie ich die auftaue, aber irgendwie taue ich. Und dann gehen wir mal hier runter. Da ist nämlich irgendjemand. Und hier ist auch Erz. Ja, das war jetzt ein bisschen viel des Guten. Da hätte bestimmt ganz normales Wirbeln auch ausgereicht. So, wer bist du? Kältesängerin. Kann ich dich auch hier befreien? Nee. Wieso nicht? Okay, die haben wir schon mal. Ich muss hier tatsächlich hier Frostwolf Heuler auftauen. Und nicht irgendwelche Orks. Deswegen ist es immer noch ein bisschen verwirrend. Oder habe ich den eben gerade nicht aufgetaut? Hä? Muss ich mal hier oben gleich nochmal gucken bei den normalen Orks. Okay, aber... Der da ist nicht hier, sondern ganz woanders. Ja, die hopsen hier durch die Gegend. So, da helfen wir mal kurz mit. Nein. Geraubter Atem. Aha. Ja, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt nicht irgendwie ein Bug ist, dass halt die Rare-Mobs eigentlich nicht wirklich rare sind. Ich bin auch so. Ich habe da jetzt aber auch nicht so extra irgendwie jetzt nachgeguckt. Ich nehme es mal als gegeben hin, dass sie nicht so wirklich schwer sind. Aber ein bisschen komisch ist es halt schon. Deswegen steht dann irgendwie als Rare-Mob da, aber... Deswegen, wenn ich jetzt irgendwie in 5 Minuten dann nochmal hingehe, ist der Mob bestimmt wieder da. Kann es natürlich sein, halt dadurch, dass die jetzt halt viele Spieler da sind, dass dann plötzlich auch die Rare-Mob-Respawn-Rate erhöht ist. Jetzt hier bei den normalen Mobs halt auch. Aber ist halt ein bisschen merkwürdig. So, wie der da. Ich weiß, ich habe jetzt hier abgebrochen, aber ich will jetzt hier irgendwelche Rare-Mobs umhauen. Doch
Mal gut auf. So. Froststampfsorgen. Ja, die habe ich auch. Nee. Nee. Ja, es war ja irgendwo da oben. Weil das Vorkommen, das bleibt ja dann immer irgendwie bestehen pro Charakter. Das wandert nicht großartig. Das ist dann einmal zugewiesen. Und dann muss man es halt finden. Da. Hier in die Richtung. Haben wir auch. Halt so ein bisschen Nebensachen muss ich halt noch machen. Ich muss mal überlegen, wie ich das mit dem Angeln mache, weil da kriegt man ja eigentlich auch XP für. Und... ja. Nicht, dass ich da irgendwie so ein ganzes Level nur mit Angeln mache, was unwahrscheinlich ist, aber... es wäre ja in der Tat irgendwie möglich. Da ist er schon wieder. Wenn ich den jetzt nochmal umhaue, bekomme ich da nochmal Beute? Hm. Ja, ich habe eh noch eine halbe Minute Cooldown auf meinen Buff. Vielleicht will er ja... halt da. Mit. So, jetzt... nur weil man es dann eh looten kann. Stirb, du Mob! Nee, da war nichts Blaues dabei. Was haben wir denn da überhaupt bekommen? Ach, irgendwas mit innen. Na toll. Was ist das hier? Spielzeug. Ah ja. Stoffschultern. So, ich wollte ja hier weiter buddeln. Beziehungsweise, was heißt wollen, mein Fortschrittsbalken will, dass ich hier noch ein bisschen in der Gegend rumwühle. Hui. Lalala. Ja, aber wie gesagt, mit Angeln und so weiß ich halt noch nicht, wie ich das skille. Und ich werde halt angeln müssen. Aber halt für irgendwie so ein Let's Play draus zu machen, ist halt ein bisschen eintönig. Oh, Moment, da ist Erz. Ja, der geht dich schon holen. So. Ja, und ich weiß auch noch nicht, wie ich das mit diesen... mit diesem komischen Felder anstelle. Wenn man das auch noch zum Schmieden braucht, ist halt doof. Braucht man irgendwie schon eine halbe Million für hier irgendwie... erste Hilfe zu pushen und dann auch noch zum Schmieden. Macht zwar natürlich Sinn, dass man irgendwie auch Stoff und Leder zum Schmieden halt braucht. Aber halt in den rauen Mengen
Und da ich das jetzt hier auch nicht... ja, jetzt hier so in Mengen halt droppt, ist halt ein bisschen doof. Könntest du natürlich im AHA kaufen. Aber das will ich ja im Prinzip vermeiden. Hallo? Mizi? Mizi? Wieso? Wieso bin ich im Kampf? Hm. Wieso in drei Teufelsnamen bin ich im Kampf? Ich bin außer Reichweite. Kohol! Chakta! Toka! Rückt von allen Seiten vor! Gagrak! Stellung halten! Nicht bereit. Diese ist nicht bereit. So. Hier geht's ab. Okay, Kampf ist beendet. Wir sind hier, da ist eine Quest. Ah. Haben wir super gemacht. Sah gigantisch aus. So. Das Blut der Frostwölfe. Diese Hundesöhne von Donnerfürsten verwenden Netze und Ketten, Waffen für Feiglinge, viele Dorfbewohner und unsere Wolfsbrüder und Schwestern wurden gefangen. Wenn ihr sie befreit, werden sie ehrenhaft an eurer Seite kämpfen. Wir müssen diese Angriffe schleunigst zurückschlagen, damit ich zur Speerspießerfestung zurückkehren und meine Vorbereitungen fortsetzen kann. Macht uns stolz. So, ey, du klaust hier nicht das Zeug. Habe ich ganz genau gesehen, was du hier vorhattest. So, okay. Jetzt selbstverständlich hier die ganze Zeit bei Durotan rumstehen. Und hier alles irgendwie töten, was hier ankommt. Aber ich denke mal... Gehen doch mal hier zu denen. Ach. Muss aber gut. Wollte doch hier den. Beschützt den Teich der Visionen. Haltet sie vom Scharfseher fern. Bitte was? Bitte wo? Bitte wer? So. Schickt alles, was wir haben. Ich will die Wölfin lebend. Ah. Okay, das sind hier so ein paar besondere. Die müssen wir mal auf jeden Fall hier umhauen. Nein! Chakta! Ich werde euch rächen! Ja, ja. Ach, da. Ruhe im Karton. So, dich auch mal befreien. Wo kann man denn hier noch befreien? Du bist grün, du bist okay. Ach, da hinten kann man noch. Ja. Schattenboxen. Entweder sind jetzt hier gerade keine Mobs da.
Oder es gibt mal wieder hier so ein bisschen Latenzprobleme. Arbeitstrupps bereit. Da oben? Ja. Komm mal da raus. Okay, da sind dann tatsächlich doch nochmal ein paar Gegner. War da etwas verwirrt, weil die ganze Zeit da oben so viele Mobs da kamen und da hinten halt hat so gar keine. Okay, aber die NPCs, die man hier befreien kann, die zählen dann auch irgendwie für jeden. Achtet auf die Donnerfürsten von dem Kamm im Norden. So, die haben wir. Bräuchte mal ein paar von denen, die wir töten müssen. Da. Huch. Das war das. Ausrücken! Tötet den blinden Schamanen! Was? Hier werden keine blinden Schamanen getötet. Nicht solange ich hier da bin. Wo ist denn der? Okay, der despawnt. Den Kopf des Fremdlings. Was? Das geht so nicht. Der Eisenwolf. Ja, wo schreit denn der? Den will ich gerne um die Ecke bringen. So, dann gehen wir erstmal hier ab. Wir geben einander Kraft. Durotans Vertrauen in euch ist gut gesetzt. Meines habt ihr ebenfalls gewonnen. Okay, ja, dann ist Stärke gut. Kommt aus Heute werden wir Durotan mit Stolz erfüllen. Die Frostwölfe können nicht wie Tiere gefangen gehalten werden. Ihr kämpft eher noch. Wunderbar. Der Kriegsanführer der Donnerfürsten. Ihr müsst ihn aufhalten. Er ist aufgebrochen, um Drektar am Teich der Visionen im Nordwesten anzugreifen. Geht zum Teich. Folgt dem Pfad nach Nordwesten. Beeilt euch, sonst tötet dieses Monster Drektar. Ja, ich versuche mich zu beeilen. Ich muss aber erstmal wissen, wo das da ist. Ach, hier. Da, wo wir schon mal rein wollten eigentlich. Ja, okay. Dann beeilen wir uns halbwegs. Sind wir hier richtig? Gehen wir erstmal hier runter. Ah ja, Teich der Visionen. Okay. Habt ihr das kommen sehen, blinder Narr? Ja, hast du das kommen sehen? Alter. Oh. Plopp. Donnerfürst, ich habe versagt. No. Was für ein jämmerlicher Ork. Kommt, wir haben viel zu besprechen. Rückzug. Wie läuft der Kampf? Wir kommen wieder, Frostwölfe. Ja, okay.
Ich weiß nicht, wer da wo brüllt, ist mir aber auch gerade wurscht. Wolfsheim ist gerettet, aber ich spüre, dass ein stärkerer Feind kurz hinter dem Horizont lauert. Ihr bringt unserem Clan Ehre. 92, yay. Questziele, ich habe keine Ahnung. Hä? Trainerbonus freigeschaltet, verbesserte Tollkühnheit. Aha. Erhöht eure kritische Trefferwertung, während Tollkühnheit aktiv ist, um zusätzlich 15%. Ja, okay. Annehmen? Dieses Land braucht euch. Ja, keine Ahnung, was das war. War halt irgendein Dings ohne Questtext, was man nicht annehmen kann. Ein schrecklicher Sturm zieht am Horizont auf. Ich habe ein Ritual vorbereitet. Ihr müsst den Teich konsultieren, um zu sehen, was das Schicksal für uns alle bereithält. Sprecht mit Schafseher Trekta am Teich der Visionen, um das Ritual der Visionen zu beginnen. Ja, okay. Das Ritual ist bereit. Lasst es mich wissen, wenn ihr beginnen wollt. Ja, okay, aber dann in der nächsten Folge erst. Mist, eigentlich wollte ich ja jetzt was zu essen machen. Okay, egal, dann machen wir das noch schnell. Ja, aber erst, wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dann.